Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wir sind immer noch hier in Tanaris und müssen jetzt einen riesigen Skorpion erledigen. Der da heißt Gargantapit. Wir sind immer noch in derselben Session wie in der letzten Folge. Das heißt, ich bin immer noch ein bisschen, dabei, den Rost ein bisschen aus den Stimmbändern zu klopfen. Da ich ja vor kurzem eine etwas längere Pause hatte. Aber das soll jetzt hier nicht Gegenstand, was? Wurde ich gerade geschlagen? Nee. So, dann schauen wir mal. So, das ist jetzt aber nicht... Doch! Da wird der riesige Skorpion hausen. Da werden wir gleich mal hingehen und den einen auf den Kopf hauen. Denn wir wollen ja noch die Holde von diesem komischen Goblin da retten. Natürlich ganz uneigennützig. Ist ja nicht so, dass wir dafür Gold und Erfahrungspunkte kriegen. Nein, das machen wir, weil wir so ein Gutmensch sind. Oh, hallo. So, komm mal her. So, kriegst du einen auf den Kopf. Alles klar, super. So, Gargantapit. Na komm. Du siehst wirklich... Das ist zu weit entfernt. Was? Ach so. So, mein Freund. Das ging ja schnell. Also, ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt zu den kleinen Skorpionen. Gut, Gargantapit. Dankeschön. Jetzt haben wir die Giftdrüse. Okay. So, sollen wir jetzt direkt zurück oder sollen wir... Versiegeltes Sangtrace. Nee, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Wir retten jetzt die Holde, deren Name mir jetzt entfallen ist. Man möge mir verzeihen, aber so ist das halt, ne? Das Leben eines Abenteuers. Ja, durchlebt sehr viele Leute und Menschen und Namen, die man sich halt nicht alle merken kann. Autsch. Entschuldigung. So. So, du bist Gus. Gus Rieselrost und die Chelsea, natürlich. Verdammt, eigentlich habe ich sie ja vorhin noch gelesen, den Namen, ne? Naja, sei es drum. Ich habe die Drüse. Ihr seid zurück. Habt ihr sie? Ich kann es kaum fassen. Ihr seid großartig. Hier, bitte, nehmt diese Belohnung. Nehmt alles, was ihr wollt. Ich muss Chelsea retten. So, was gibt es denn da? Stärke, Ausdauer. Aha, scheiße. Intelligenz, Ausdauer, Kacke. Und das ist auch Kacke. Okay, was bringt am meisten Geld ein? Ja, gib das mal her. Ist ja widerlich. Bleibt gut drauf. Chelsea, Schätzchen, setzt euch aufrecht hin. Ich hab's, das wird euch heilen. Sag's, Gus, das werde ich nicht trinken. Ich kann es von hier aus riechen. Ich kuriere die Lebensmittelvergiftung einfach im Schlaf aus, ja? Lebensmittelvergiftung? Wartet, ihr meint von diesem Basilistensteak? Naja, egal. Okay, lassen wir das. Jedenfalls wissen wir, dass wir da jetzt die Gute gerettet haben. Na, eigentlich nicht, weil scheinbar hatte sie nur eine Lebensmittelvergiftung. Da habe ich jetzt keinen Bock, da irgendwie diese schnellen Dialoge vorzulesen. Würde eh nicht nachkommen. Meine Nase juckt wieder. Ich kriege heute, glaube ich, noch drauf. Wenn ich diese Aufnahme jetzt auch so ein bisschen fahre wie die letzte, wo ich da irgendwie voll wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Analphabet irgendwie gewirkt habe. Wie so ein Legastheniker, den ich einfach so Texte lesen kann. Aber gut. Und nein, ich habe nichts gegen Legastheniker, liebe Leute. Um Gottes Willen. Ein bisschen trist ist es ja irgendwo schon, ne? Hier in Tanaris. Also rückblickend, vielleicht hätte ich den Teufelswald doch vorziehen sollen. Aber gut, jetzt sind wir hier. Dann hätten wir vom Teufelswald aus nach Winterspring, also nach Winterquell. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber wie gesagt, wir haben uns entschieden und so soll es sein. Okay, wir sind jetzt hier. Ach, guck an, da ist er ja. Na, Kollege Zakaru. So, mein Kumpel. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe zu wenig Energie. So, dann komm mal her. Nein, ein Luftstoß. Dankeschön. Wie, das war's? Oh, jetzt muss ich wieder... Hä? Naja, gut, okay. Sind halt blöde Quests, wenn man viel laufen muss. Und nur recht wenig Action hat. Aber gut.
gehört halt dazu, gell? So, ich laufe jetzt einfach querfeld ein. Mit ein bisschen Glück werden wir nicht abgemountet. Mit ein bisschen Glück und ein bisschen Geschick natürlich. Also einfach querblind rein, ist auch nicht immer das Schlauste. So, wenn es so weitergeht, könnten wir diese Folge vielleicht sogar nochmal wieder ein Level up bekommen. Allerdings glaube ich, ist das eigentlich irrelevant, weil die nächsten Talente gibt es eh erst ab Level 60. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen, ne? Was gibt es denn als nächstes? Schattenschritt. Also Shadow Step. Das ist super. Da freue ich mich schon richtig drauf. Level 60. Ich komme. Weil mit Shadow Step, da geht's ab wie Schmidts Katze. Wartet mal ab, Leute. So, komm. Jetzt aber. Hurtig. So, na, Kollege. Boah, ich mag seine Texte nicht. Haben die Geister die Wahrheit gesagt, Mann? Habt ihr's? Natürlich haben wir's. Mart sogar grinst, als euch das Schwert mit beiden Händen abnimmt. Habt euch nicht besonders gemacht, hm? Nicht nur Trolle wollen in dieser Welt Blut, Mann. Lass uns die andere Klinge finden. Ja, super. Ach, guck an, ich kann hier gar nichts gebrauchen. Dann nehmen wir das hier. Folgequest. Dunkelstes Mojo. Was? Yang Tracé entzieht sich mir. Mann, das Blut war nicht genug. Wir müssen an etwas Stärkeres rankommen und es zu finden. Wenn man jeden Troll braucht, um über die Runden zu kommen, dann ist ein toter Troll ein echtes Problem. Und deshalb haben die Sandwürmer gelernt, wie man die Toten mit Voodoo wiederbelebt. Man fällt um, steht wieder auf, macht sich an die Arbeit. Immer wieder, für immer. Die Zombies, die entstehen, sind voll von dunkelstem Mojo, das zu finden ist. Geht in Richtung Westen, da findet ihr einen ganzen Haufen von denen und bringt mir das Mojo, ja? Ach, guck mal, dafür sind die Zombies gut. Gut. Dann, aber jetzt mal ganz im Ernst. Gib den mal her. Geh ich mal wieder mit den Rabenfüßen los. Ich weiß, die sind nicht schneller, aber es sieht wenigstens schneller aus. Obwohl das schon merkwürdig aussieht. Ach, guck an, die sind ja direkt hier vorne. Kamen die viel weiter weg in Erinnerung, aber egal. Ach. Ja, ich weiß, da hinten war... Ich glaube, jemand hat sich mein Erz genommen. Das geht aber nicht. Dankeschön. Komm, die kann man doch binden, oder? Ja gut, jetzt habe ich nur zwei zu binden, aber egal. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, du auch nochmal. Wirklich stark sind die ja nicht, ne? Aber das soll uns nur recht sein. Doch, hier. Guck mal. Hier ist doch unser Erz. Gold? Was soll ich denn mit Gold? Kriegt ja gar nichts, außer 72 Erfahrungspunkte. Ist doch lächerlich. So, komm mal her, komm. Du und du. Und du. So, dich hau ich und du auch. Und du auch nochmal. Nicht genug Energie. Ich habe zu so. Energie. Na komm. Ziehe dich nicht. Bereit. So, noch drei Mojo. So, na komm, dann gehen wir einmal mal quer durch. Nimm mit, was du mitnehmen kannst. Na kommt. Das Blöde ist mit der Zeit. Hauen die hier wieder ab. So. Oh, ich muss aufpassen. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel. So, einmal Gesundung. Du kriegst auch nochmal einen auf den Kopf. Hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht übernommen. Nee, habe ich nicht. Passt alles. Ich sehe das schon. So. Ja, guck an. Hat doch gepasst. So, da mal wieder zurück. Welchen Level haben die eigentlich? Außer Reichweite. Na komm. Level 45, wir sind jetzt 48. Ja gut. Wir sind drei Level drüber. Kein Wunder, dass wir da problemlos irgendwie... Genau. Ja, kein Problem. Ne? Drei Level drüber und dann noch die ganzen Erbstücke. Da ist klar, dass wir dann halt so viele Leute auf einmal... uns stellen können. So, mein Kumpel. Keiner, der mich verfolgt? Niemand. Hier, hast dein dunkles Mojo. Habt ihr das Zeug, Mann? Natürlich.
Matsuoka kippt seinen Kopf zurück und inhaliert tief von den Klumpen des geheimnisvollen Materials. Seine Augen leuchten auf. Hi. Mächtiges Zeichmann. Ah, werdet ihr, wenn ihr sehen könnt, was ich sehe. Vielleicht probiert es ja auch mal aus, irgendwann. Die Geister rufen. Okay, Geheimnisse in der Oase. Ja, jetzt sehe ich auch die andere Hälfte, Mann. Südlich von hier. Wir sitzen ganz in der Nähe, Mann. Es ist eine Oase unter den Schlamm des Wassers vergraben. Beeilt euch. Sucht nach dem Yangtraze, der Beschützer. Okay, das klingt leicht. Schreit denn so ins Mikrofon? Entschuldigung. So. Ich glaube, dafür rechtfertige ich mich jetzt nicht mehr. Sobald ich hier Mithril oder sonst irgendwas sehe, schnappe ich es mir natürlich. Ist auch irgendwie ein Dauergag, dass ich es immer und immer wieder wiederhole. So, und diese komische eine Pfütze, da waren wir vorhin. Oder war es schon in der letzten Folge? Weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung. Kurz was ganz heimlich getrunken. Hat auch niemand gemerkt, dieses ganze Klappere mit dem mit dem Löffel. So. Der Skorpion ist richtig nice. Wenn die Flagge nicht wäre, aber naja. Wie gesagt. So, ist das überhaupt die Wasserquelle, von der ich vorhin gesprochen habe? Oder ist das eine andere? Nee, ist tatsächlich eine andere. Aber halt ähnlich aufgebaut. So. So, was mache ich hier? Ach, guck an. Schön. Wie, das war's? Wer bist du denn? Ich habe kein Ziel. Jetzt seid ihr aber angeschmiert, Mann. Ich habe ja Yatraze schon vor langer Zeit gefunden. Was, was, was? Langsam. So, ein Schuft kam und... Eine Hälfte... Was, 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 was? Entschuldigung, ihr müsst das selber lesen. Ich bin jetzt gerade... Noch nicht bereit. Ein bisschen... Hör mal auf. Nicht genug Energie. Was willst du? Ich habe zu wenig Energie. Mann, sogar uns verarscht. Guck an. Ich habe zu wenig Energie. Bin ich aber pissig. Genug davon, Häuptling. Sanskar kann mich wohl nicht belohnen, wenn ich tot bin, hm? Leb wohl, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. Was war das jetzt? Was zur Hölle? Was? Ich habe Yangtraze schon vor langer Zeit gefunden. Hatte beiden Hälften. Bis so ein Schuft kam und mir eine Hälfte mitten in der Nacht mitgenommen hat. Jetzt, da Yangtraze wieder mir gehört, ist das Einzige, was ihr hier findet, euer frisch ausgehobenes Grab. Ah, okay. Guck mal an, was für ein Schuft, oder? Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Hat uns dieser Troll verarscht? Wir wurden getrollt. Wir wurden typisch getrollt. Auch nicht schlecht. Das ist übrigens ein Hauptgrund, warum ich nie im Leben irgendwie einen Troll spiele. Selbst wenn ich leise vor mich hinlese, die ganzen Trolltexte. Oh, so schlimm. Widerlich. So, lass mal Mutti vorbei hier. So, du gehst mal weg. So, Trenton. Wie darf ich helfen? Sultraze, als ich diesen Namen zum ersten Mal wahrnehme. Ach, hör auf. Mann. So, das haben wir schon gelesen. Seine kleine Geschichte. Dankeschön. So. Herr Matsuoka, er hat das Schwert an sich genommen. Dieser dreckige. Trenton blickt sehr finster rein. Wenigstens seid ihr mit dem Leben davon gekommen. Der Biss des Peitschers ist sehr gefährlich. Ja, das habe ich mir gedacht. So, wir können wieder nichts gebrauchen. Nichts, null, nada. Gib mir das hier. So, nach Sulfarak. Dieser üble Verräter. Ich hätte es besser wissen müssen, als jemand seinen Schlag zu vertrauen. Die Suche nach Sultraze hat mich geblendet. Vergeb mir, Nemesis. Matsuoka ist nach Sulfarak geflohen, der bevölkerungsreichste Teil der Länder der Sandwüter. Ihr müsst ihm folgen, wenn ihr das Schwert wirklich haben wollt. Geht nicht alleine, der Stamm der Sandwüter liegt hinter diesen Mauern auf der Lauer und sie werden euch nicht willkommen heißen. Ich werde hier bleiben. Ich muss die Suche nach der Klinge beenden. Solltet ihr sie finden, so behaltet sie. Ich muss aufhören, bevor es mich verzerrt. Nee, das wird jetzt höchstwahrscheinlich eine Dungeon Quest sein, richtig? Schauen wir mal kurz. Ja, das ist, aber komm, wir gehen mal eben rein nach Sulfarak. Können wir eben die Quest abgeben. Dann gehen wir aber sofort wieder raus. Ich bin hier gefangen, verdammt. Das habt ihr nicht gesehen.
So, dann können wir mit dem Rest weitermachen. Also ich glaube, mit Level 48 ist es trotzdem noch zu schwer, hier in Sulfarak irgendwie solo durchzugehen. Aber ich will jetzt nur die Quest am Anfang der Ini abgeben. Das dürfte ja noch okay sein. Mazogas Geist. Nach Sulfarak. Mazogas Geist grinst euch blutverschmiert an. Hey, wie geht's, Mann? Hier, Quest beenden. Okay, jetzt pass mal auf. Ach, guck mal, das sind verschiedene. Oh Mann, die werden richtig fies sein. Mhm. Pass auf. Die sind leichter zu hauen. Dann würde ich sagen, den hauen wir mal. Und den, das wird mir jetzt teuer zu stehen kommen, das weiß ich. Nicht genug Energie. So. Ich habe zu wenig Energie. Mal gucken, wie viel ich austeilen kann. Nicht genug Energie. Ich Na komm schon. Nein, nein, nein. Stirb. So, einmal du. Nicht genug Energie. Die kriegen ja relativ wenig Schaden, ne? Ich habe zu ist natürlich blöd, aber wir schaffen es tatsächlich. Geht eigentlich. Nein, 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 nein. Du bleibst hier, du bleibst hier. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken. So, dann machen wir mal ein bisschen Gesundung. Ich kann das noch nicht tun. So. Erstmal ein bisschen Energie wieder auftanken. Na, haus ab. Hörst du auch mal nicht. Noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Und tschüss. Energie. Ich muss zuerst Ging doch eigentlich, oder? Aber ganz ehrlich, liebe Leute, das ist jetzt nichts für uns. Komm, tschüss. Sulfarak war schön, aber nicht wirklich. Also keine wirkliche Option. Und jetzt müssen wir hier hinten... Ach du Schande, dass wir wieder reisen ohne Ende. Gehen wir erstmal, würde ich sagen, zurück nach... Ach, guck mal. Ganz kurz. Aber habe ich jetzt vorhin ohne Gifte gekämpft? Nein, ne? Ohne Gift und dann trotzdem noch relativ gut dabei? Ne, so wie es aussieht, schaffen wir es tatsächlich nicht mehr ein Level Up in dieser Folge. Ist aber gar nicht mal so schlimm. Schauen wir einfach mal. So, ich würde sagen, erstmal jetzt nach Gadgetzan. Und dann von da aus, ja, gibt es da keinen Flug hin? Ist ja nervig. So, ja, komm. Mutti hat zu tun, geh mal weg. Yippie! Tanaris. Mithril. Also wenn wir den nächsten Stopp machen an der City oder Orgrimmar oder wo auch immer, da werden wir einiges zu tun haben, Leute. Geh weg. Und ganz ehrlich, ich muss auch mal echt mein Mount jetzt mal wechseln. Mache ich gleich, wenn wir in Gadgetzan sind. Verabschiede ich mich und ist ja auch schon wieder Zeit, ne? Man will es nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man ein bisschen Späßchen hat. So. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Gibt es hier noch irgendwie einen Verkäufer? Nein, ne? Na, egal. So, dann mal kurz gucken. So, den schmeißen wir weg. Und den schmeißen wir weg. Ich möchte jetzt mal komplett neue Mounts haben. So, wir haben noch circa eine Minute. Gucken wir mal eben schnell, was haben wir denn hier Schönes? Ein Frostwolfhäuter? In der Wüste? Nein. Gepanzerter Braunbär, den hatte ich schon mal, oder? Ein Trike. Wollen wir sowas haben? Turbo-Trike? Nee, ne? Ein Kranich? Eine Goldwolkenschlange? Nee, nicht wirklich. Gucken. Ich gucke nur mal kurz. Ein Mammut? Auch nicht. Eine Schildkröte? Nee. Komm, nehmen wir den Shadowpan. Der sieht doch nice aus. So. Ja, der ist anmutig und, boah, schön. So. Du bist kein Kumpel von uns. Ja, wie es aussieht, müssen wir dann hier hinlatschen. Ist blöd, aber naja. Passt halt. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüssi.